wenn da was schief läuft, das wäre, ja, lebensbedrohlich. Voll Adrenalin, da stehe ich voll drauf. Geht's dir noch gut? Nein. Hi Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, der Offizierschule der Luftwaffe. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch, nämlich geht's die Woche los, wieder nach Roth von Fürstenfeldbruck aus, und zwar zum Segelfliegen. Eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Ja Leute, wie ihr seht, ne, Fürstenfeldbruck ist jetzt gelaufen. Wir haben keinen Bock mehr, wir gehen jetzt zurück nach Roth und machen Grundausbildung nochmal. Es geht jetzt nach Roth. Ja, schon ein bisschen Vorfreude. Wie ich so gehört habe, sind wir genau gegenüber von unserem alten Zuggebäude. Die anderen machen ein kleines Mittagsschläfchen und dann sehen wir uns gleich in Roth wieder. Danke. Ja, wir sind back. Zurück in Roth. Wunderschön hier. Ja. Wenn ich das alte Dienstgebäude sehe, unsere alte Unterkunft, ist schön. Ja. Ja, also wir laden jetzt unsere Sachen und gucken das mal die schönen Einzelstufen an. Gott, ich komme mir vor wie in den ersten Tagen. Wie du? Wow. Weil da morgen ist noch Bettwäsche drauf. So muss es nicht. Das ist immer ein Upgrade. Mit direktem Blick auf unser altes Gebäude. Wunderbar, so muss es. Ja, es ist halt irgendwie komisch, dass man jetzt so Rekruten sieht. In den Stuben, wo man selber vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen eigentlich schon noch war. Schon irgendwie schön so, das wiederzusehen in Weiß. Man muss hier keinen Frühsport mehr machen, sondern kann einfach ganz normal drüben seine Segelflugausbildung machen. Ja, morgen geht's in die Luft. Ich freue mich natürlich. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Knieflattern. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, was mich erwartet. Also wir haben ja schon gehört, dass wir Unterricht bekommen, Wetterkunde und so weiter. Ich sag mal so, hinter uns sitzt ja jemand, der das kann. Hoffentlich. Von daher sehe ich dem Ganzen mehr entspannt zu. Wenn nicht, mache ich einfach den hier, schreie ah und der landet mich. Von daher. Herzlich willkommen zur Einweisung in die dritte Dimension. Denn ihr werdet am Ende dieser vier Tage tatsächlich weitgehend selbstständig selber starten, fliegen und landen. Keine Angst, wir lassen euch nicht alleine. Wir haben ein tolles Team, das hinter euch sitzt. Das ist das Fluglehrerteam. Ich kann euch auch versprechen, wir werden viel Spaß miteinander haben. Zu unserem wichtigsten Instrument beim Segelfliegen, so unscheinbar er auch sein mag, das ist dieser Faden. Fliege ich meine Kurve präzise und exakt, bleibt auch dieser Faden in der Mitte. Und wenn jetzt bei einer Rechtskurve der Faden nach links auswandert, bedeutet das, ich habe entweder mein Seitenruder vergessen oder ich habe zu wenig Seitenruder rechts gegeben. Fragen? Nicht. Dann kann's losgehen, ne? Die Segelflugausbildung ist dazu da, um den OAS die dritte Dimension nahezubringen. Das heißt, wie es sich anfühlt zu fliegen, wie es sich einfach darstellt, in der Luft unterwegs zu sein, weil es die Hauptaufgabe ist der Luftwaffe. Jeder OA soll ca. 20 Starts und Landungen machen, um einfach dieses Gefühl dafür zu bekommen. In der Grundausbildung würde ich sagen, dass unser Zusammenhalt jetzt nicht ganz so stark war, einfach weil wir so unglaublich viele waren. Im Hörsaal ist das anders, wir sind 20 Leute. Das ist fast wie so eine ganz kleine Klasse. Man lebt hier auf der Kaserne, 5 Tage die Woche mindestens. Und es ist ein ganz anderes Empfinden, was man hat, als wenn man in der Zivilwirtschaft arbeitet. Dort geht man morgens hin, abends wieder zurück, fertig. Hier wacht man morgens gemeinsam auf, geht gemeinsam duschen,
geht gemeinsam Zähne putzen, keine Ahnung, rasiert sich morgen zusammen. Man macht und erlebt alles gemeinsam. Diese Gemeinschaft, die schweißt wirklich richtig zusammen. Jetzt. Ah! Ah, so schnell geht es. Oh Gott, Sven, ist das steil. Ich glaube, es ist nicht gut, dass ich keine Achterbahn mag. Frag mich wieder nicht, ich gerade will. Der Flug ist vorbei, hat Spaß gemacht. Ab dem Moment, ab dem man abgehoben ist, ist es schön geworden, doch aufregend war es. War nicht schlecht. Das ist einfach wirklich mega. Das ist, oh, voll Adrenalin, da stehe ich voll drauf. Hast du? Ja. Bitte. Viel Spaß. Wieso? Viel Spaß. Alles okay? Ja. Ja, wenn man dann so im Steilflug ist, also hoch und runter, dann wird es auch ein bisschen flauer in der Magenregion, einfach weil es auch ungewohnt ist, aber ansonsten passt es schon. Delta 5-6, Position. Es ist extrem wichtig, dass wir alle fokussiert sind und jeder aufpasst, weil wenn da was schief läuft, das wäre, ja, lebensbedrohlich. Es gibt Leute, die achten darauf, dass die Einflugschneise frei ist. Es gibt andere, die holen die Flugzeuge raus. Und da ist das Vertrauen einfach riesig. Meine Gewichte wollte ich ablegen. Ja, ich brauche keine Gewichte. Die sind von Natur aus da. Ich sorge dafür, dass Flieger in der Luft kommen. Also, das ist die Trommelsteuerung. Ich wähle per Schlüsselschalter die Trommel aus und löse damit die Druckluftventile aus. Und die Geschwindigkeit regle ich über die Drehzahl. Also ich bin jetzt nicht zum ersten Mal Wingman. Und ich glaube, ich werde es auch nicht zum letzten Mal sein und schon gar nicht hier. Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich sag mal, wir sind ja alle wegen einer Sache hier, nämlich Fliegen. Und die Teile kriegt man halt nicht alleine zum Start. Und wichtig ist halt auch, dass man erkennt, okay, ich will was von den Leuten. Also muss ich selber was dafür tun. Die Temperatur wird sinken und das werdet ihr körperlich erfahren. Also ihr werdet sozusagen den signifikanten meteorologischen Wandel heute Abend live in der Farbe erleben. Der Wind hat sich gedreht über Nacht, deswegen fliegen wir heute nicht in die Richtung, sondern in die Richtung. Ja, wir haben gerade noch unseren Pre-Check gemacht, bevor es dann Richtung Startbahn geht, auf Deutsch. Eigentlich wären wir gut. Und dann wird gleich geflogen. Wir haben jetzt schon teilweise Flüge dabei, wo wir größtenteils alleine fliegen, wo der Segelfluglehrer eigentlich nur dabei ist, um im Notfall einzugreifen. Ja, dementsprechend, wir fliegen das Ding heute größtenteils alleine. Langsam steiler werden. Sicherheitshöhe erreicht. Jawohl. Langsam weiterziehen. Echt schwierig.
echt frei. Also ein bisschen. Kann das sein, dass ich immer übersteuere? Jetzt machen wir uns einen Landecheck. Wir sind zwar weitergekommen, aber dafür hast du die Landung vollkommen alleine gemacht. Das hast du schon fast perfekt gemacht. Ja, selber gelandet. Mega geil. Wirklich. Voll cool. Einfach dieses sich da hochziehen lassen von einer Winde, eigentlich nur einem Stahlseil, dem man sozusagen komplett vertraut. Und man weiß eigentlich, man gleitet da sozusagen nur durch, da ist kein Propeller, der einem Auftrieb verschafft. Ja, das ist echt schon ein mega Gefühl. Kann ja nichts schief gehen. Ja, das ist ein Kindersitz. Das ist Gefummel hier immer. Willst du vielleicht mir erstmal deinen Namen sagen, bevor du dann drauf bist? Spondenpuller ist entfernt. Farbe der Sollbruchstelle ist noch schwarz, das Fallschirm ist angelegt. Wir wissen halt, dass wir uns für die OSLW halt viel dichter einfach kennenlernen müssen. Und das Ganze funktioniert halt nur im Team. Mittlerweile, das Hörsaalgefühl, finde ich, ist schon ziemlich gut. Und ich glaube, wir sind so gerade dabei, uns richtig kennenzulernen. Ich glaube, da müssen wir einfach alle zusammen dran arbeiten. Du hast deinen Check gemacht. Jawohl. Du bist bereit. Tja, wenn ich dann Stopp sage, dann stoppen wir, ne? Wenn es möglich ist, ja. Jetzt haben wir Spaß. Ja, das war gut. Du übernimmst wieder, Leo. Ja. War ziemlich cool. Hat echt mega Spaß gemacht. Ja, es ist wirklich wie Achterbahn fahren. Ja, ist ein mega cooles Gefühl im Bauch. Es ist so, als ob der Magen so ein bisschen hüpft. Ja, also ich kann es euch ja mal im Vertrauen erzählen. Also fliegen ist jetzt nicht so meins. Ich greife dann doch lieber hier am Boden und gucke mir die Flugzeuge von unten an. Ich bin ein bisschen gesetzter geworden, einfach ein bisschen ernster in bestimmten Themen. Ich denke über manche Inhalte anders nach oder überhaupt nach als andere und bin auch einfach selbstständiger geworden. Es ist schon signifikant, dass die Soldaten, die Offizieranwärter eine enorme Performance hinlegen. Das hängt natürlich auch mit der dienstlichen Situation zusammen, ganz klar. Und deswegen schaffen wir auch in 4 Tagen ein Programm, für das man normalerweise Wochen braucht. Die 4 Tage Einweisung in die 3. Dimension habt ihr erfolgreich abgeschlossen. Und ich denke, dass ihr in den letzten 4 Tagen eine ganze Menge gelernt habt. Über euch, über die 3. Dimension und das, was euch erwartet. Und ihr werdet im Verlauf eurer Laufbahn mit Sicherheit viele Male einen Wiedererkennungswert haben, was die Initiative anbelangt, was das Übernehmen Verantwortung anbelangt und natürlich was das Teamwork anbelangt. Alles, was ihr jetzt im segelfliegerischen Bereich gelernt habt und erlebt habt, wird ein Widerpart im Laufe eurer hoffentlich langen militärischen Karriere sein. So ihr Lieben, jetzt ist es wieder soweit, die YouTube-Folge ist vorbei. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von unseren Tagen in Rot, wie wir wunderbar Segel geflogen sind, dann schaltet auf jeden Fall auch auf Instagram TV ein und folgt Bundeswehr Exclusive, da haben wir noch mehr Content für euch. Ja, viel Spaß euch, wir sehen uns.